Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Felsbrunnen in LS19 mit dem Kellerkind. So, ich bin dabei, das Stroh einzusammeln und zur Scheune zu bringen oben. So, das ist die erste Fuhre, also ihr habt noch nichts verpasst. Dass das Feld wieder leer wird und wir was Neues anpflanzen können. Oh, die Kurve ist hier schon sehr heftig. Ich weiß gar nicht, wer die Linien da eingezeichnet hat. Der war doch ein bisschen... Auf jeden Fall nicht vom Fach. Wie soll ich denn da um die Ecke kommen, wenn ich nach den Linien fahre? So, und hier Viehhandel. Da können wir die Sachen verkaufen. Kaufen hier bei der Scheune. Oh, jetzt kommen wir wieder mit dem Boden. Oder geht's noch? Ups. ...2400. Ach, einfahren. Noch nicht. Packt das Ding jetzt hier drunter. Nee, hat sich nur aufgesetzt. Gut. ...2400. Wir hatten jetzt 8 Ballen zu 4000 Liter. 32.000. Ja, ich meine, wir kriegen ein bisschen mehr, ne? Ihr braucht doch nicht blinken, wenn ihr um eine Kurve fahrt. So, bei der Kreuzung würde ich, wie man jetzt da links rumkommen würde, da ist ja überhaupt nicht abgebildet. Ah ja. So, dann hier links. Mit durchlassen. Ja, ich überlege auch noch, das Feld vielleicht zu vergrößern ein bisschen. Haben ja viele schon gemacht. Aber ich glaube, auf langer Sicht wird das kein Feld mehr sein. Mal breit machen. Ah, da ist der erste schon. Zack. Nummer 2. Das liegt ein einzelner. Wir nehmen erst die Zweier-Geschichten. Das fluppt ja sofort. Oh, wir werden noch zweimal fahren müssen. So ran. Voll einschlagen. Mehr geht nicht. Komme ich dran vorbei? Ja, ganz knapp.
Nur mir ist ja dann immer zu überlegen auch ist, mit welchen Tieren will man hier starten oder weil wir werden auf diesem Feld ja auch nicht viel, vielleicht zwei Sorten hinbekommen. Vielleicht, dass man einen Kuhstall nimmt und eine Pferdekoppel oder so. Ja, bekäme man da ja schon nicht mehr hin. Vielleicht ist es auch, sag ich mal, zu überlegen, da oben in dem Wäldchen über Feld 20, ob man da nicht mal erstmal aufräumt. Da liegen ja so viele Stämme abgebrochen und so weiter. Und dass man da nicht sich so ein Gelät, so ein Pflanzer mal leiht und da mal noch ein paar Bäume zustellt. Wenn man mal Holz macht, dass man da auch noch ein bisschen was mehr holt, rausholt, als nur die Stämme, die da zurzeit stehen. Ich muss noch ein bisschen zurück, glaube ich. Sonst wird das nix. So, ist aber gut. Verkauf 2,4. Jetzt können wir auch los. Ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal da vor der Leiter fahre, die ja mitten im Weg steht. Ich hoffe, dann ist keiner oben auf der Leiter. So, hier rum. Straße ist frei, da unten kommt erst einer. Abwärts. Eine Fuhre kriegen wir auf jeden Fall voll, noch voll. Vielleicht kriegen wir ja, noch eine zweite Fuhre, glaube ich nicht. Auch wenn wir die Silageballen da mitnehmen, aber dann würde sich vielleicht schon eher lohnen, nochmal da hochzufahren. Mal sehen, was von dem Strohballen noch übrig bleibt. Oder ob wir den gar nicht voll kriegen. Dann nehmen wir uns natürlich einen Silageballen noch mit. So, das. Ja, wir könnten genau 8 Stück auf dem Feld haben. 2, 4, 6 und die 2 einzeln. Genau 8 Stück. Ja, dann passt das doch. Dann. Dann lassen wir die Silageballen hier stehen. Beiden. Ah, zu weit. Ah, hat noch geklappt. Ich meine, von den Strohballen ist mir keiner weggerollt. Ich sag da oben mal sauber machen noch. Jetzt nicht sägen, sondern einfach
bisschen sauber machen da oben. So was. Frei. Ja. Ding ist auch oben. Nur in dem Anhänger ist noch Gerste drin. Können wir jetzt nicht irgendwo hinschütten. Müssten wir das auch erstmal wegbringen. Ja, wir gucken gleich erstmal rein. In den Wald. Die Sonne ist schon ziemlich flach. Ja. So, Fliegen brauchen wir nicht bei dem Feld. Ja, jetzt fahre ich wieder ein Stück zu weit. So, haben wir alle Ballen verkauft. Wenigstens die Strohballen. Komm hoch. Leiter. Hier drauf können wir ja nichts laden, kein Holz. Wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber hier gibt es ja keine Spanngurte. Kommt uns da einer entgegen? Ich meine nicht. Können wir auch mal hier schnell überholen, wenn der so langsam fährt. Kommt keiner? Nein. Können wir durchziehen. War doch frei. Und ich habe auch nicht gesehen, dass hier auf dem Map auch eine Polizeiwache gibt. Feuerwehr gibt's, aber Polizei glaube ich nicht. So, dann sind wir hiermit erstmal fertig. Du hast eine zweite. Ah. Gleichen eingestiegen. Komm, wir fahren die 2000 Liter fahren wir weg. Fertig aus. Ist ja noch einmal fast hoch. Ein bisschen weiter wie bis zur Scheune. Und dann haben wir die auch weg und brauchen uns da keine Gedanken mehr machen. Mich würde nämlich auch interessieren, dass der Abfall, der da oben im Wald liegt, ob der
überhaupt Geld bringt. Ja, 65.000 haben wir wieder. Bisschen langsam. Aber, ach nee, das war ja nicht die Kurve, die war ja beim Händler da unten, die so komisch ist. Ja, die Auffahrt ist ja auch nicht schön, aber runter genauso wenig. Ja, vom Händler oben könnte man ja hier hochfahren und dann andersrum wieder raus. Aber so hat man irgendwann immer diese enge Kurve. Ja, ist ja nicht mehr viel. Noch 1000 Euro. 1000 haben oder nicht haben. Ich hatte auch die Spritze repariert. Die war ja komplett kaputt, 0%. Ich hoffe, jetzt kann ich auch ein bisschen schneller wieder düngen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Hat uns 250 Euro gekostet. Die Wartung quasi. Wie viel haben wir? 17 Minuten haben wir. Da können wir doch noch bestimmt ein bisschen was aufsammeln und mal zum Sägewerk fahren. Können uns das auch mal anschauen. Ja, der JCB ist schon Gold wert, also. Wenn der andere Verkehr nicht wäre. Wollte ich auch nicht noch vorher überholen. Ich meine, da kommt keiner, nein. So, jetzt aber. Das passt. Nun schauen wir mal im Wald, was da so alles rumliegt. Kommen wir hier hoch? Müssten wir eigentlich, ne? So, hier liegen nämlich einige Stämme so rum. Die kriegen wir doch bestimmt auch hochgehoben. Nein, sind die so schwer? Boah, die sind doch zum Tragen, oder? Kann ich die noch niemals heben? Ja, dann. Gar nichts. Den kleinen hier auch nicht. Doch, der geht. Den können wir. Mal nur gucken, dass wir den da hochkriegen. Hinten drauf. Treppe hoch. So, und jetzt können wir den doch irgendwie drehen. Oh, wir sacken ab. Wie drehen wir den denn? Ne, so ist nicht richtig.
auch nicht. Zack, das hat nicht hingehauen. Pfeiltasten, nee, ist auch nicht. Irgendwie, ich mach mal. So. Und dann. Ja, gut. Ah, so, jetzt mittlere Maustaste gedrückt. Kommen wir hier nochmal hoch. Hopp. Hopp. Fast gepasst. Ich kann Piper-Symbol mehr. Ja, ich hätte die nämlich da unten rein. Komm. So, aber leider können wir die anderen ja hier gar nicht tragen. Hier ist noch ein kleiner. Gucken wir, dass wir da hinkommen. Auch immer so eine Fummelarbeit. Ja, kommen wir hinten hoch. Ach, jetzt haben wir den ganz verschoben. Ich glaube, das lassen wir lieber. Komm. Das bringt nichts. Haben wir trotzdem den Baumstamm drin. Ja, und ich glaube auch nicht, dass ich die mit dem Frontgabel da oben hochbekomme. Teilweise in der Luft. Und schieben eigentlich nur vor mir her. So vielleicht. Rutscht er wieder runter. Den auch so. Am besten wäre so ein Baumstumpf, wo wir den vorschieben können. Upp, was ist jetzt? Die Gabel im Boden eingebackt. Nee, dann müssen wir nur mit der Kneifzange oder so kommen, die zu packen.
Jetzt vielleicht. Oh oh. Ja, und dann haben wir so ein abgebrochenes Ding, der uns den wieder runterschubbt. Liegen wir wieder auf. Vielleicht jetzt nochmal so ein Versuch. Habe ich im Boden. Da steche ich im Boden rein. Auch nicht so toll. Ups. Ich glaube, die muss ich auch als nächstes erstmal wegmachen. Bin mal gespannt, ob man die überhaupt wegmachen kann. Mit so einer Fräse. Der Baum liegt ja auch total blöd da oben. Aber ich hätte gern den eigentlich noch mitgenommen. Kann ich den werfen? Irgendwie? Ja. Nee. Lässt nur ein bisschen ganz wenig werfen zu. Ich werde jetzt mal zum Sägewerk fahren. Und werde mal schauen, ob die Stücke überhaupt was bringen. Stellt er uns weg, ne? Doch nicht. Gut. Wo ist denn eigentlich das Sägewerk? Haben wir auch noch nicht geguckt. Wo haben wir denn Sägewerk? Gehen wir doch Sägewerk hier. Wo blinkt's jetzt? Hier oben? Ganz nach oben. Gut. Aber das werden wir in der Folge noch machen. Einmal hier runter und Vollgas zum Sägewerk. Machen wir die Karte auf. Das kriegen wir noch. Wir haben einen JCB, der kann 65 km/h fahren. Bin mal gespannt, ob wir noch mit 4 Stämmen oben ankommen. Wir hier hochgemusst, ne? Einmal drehen. Da waren wir dann doch zu schnell unterwegs. Hier den Berg hoch. Na komm, jetzt geh nicht noch weiter in die Knie. Oh. Beschleunigt wieder.
Wasserfall vorbei. Eigentlich finde ich die Map eigentlich so ganz okay. Also, sie haben sich einen Schritt nach vorne gemacht, auf jeden Fall. Finde ich. Obwohl die noch nicht so ist wie eine Mob-Map. Aber ich glaube, ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Also, die legen ja eigentlich mehr auf das Spiel an sich. Würde ich mal schätzen, dass das läuft und so weiter. So, jetzt sind wir gleich oben. Der grüne Balken. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier reinfahren. Und Holz auf Holz verkaufen klicken. 1155 Euro. Das habe ich noch nicht geguckt, ob ich noch alle Stämme drauf hatte. Ja gut, wir werden es auf der Rückfahrt sehen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet auch morgen wieder ein hier auf der Felsbrunnen im LS19 mit dem Kellerkin. Ciao, ciao.